Gestern Abend wurde auf uns ein Anschlag verübt. Um 2.45 Uhr ging die Explosion los. Ich war zu dieser Zeit vor Ort. Ich habe die Druckwelle gespürt und es waren zwei Explosionen, die ich wahrgenommen habe. Geplant wäre, dass wir quasi ein Backstage-Bereich, das wäre quasi dieser Club-Truck gewesen, der jetzt hier im Hintergrund ist, den hätten wir zur Verfügung gestellt, aber wir hätten nicht die Technik gemacht. Also der Schaden liegt bei ca. 150.000 Euro. Ja. Es sind drei Fahrzeuge beschädigt worden, ein Soundsystem. Ja, Angst habe ich nicht, ich habe eher eine Wut in mir drin und bin super enttäuscht von Menschen, die überhaupt in der Lage sind, so etwas zu tun. Weil ich finde, kein Mensch der Welt hat verdient, so eine Art von Gewalt zu erfahren. Allein durch Corona mussten wir Jobs absagen im Wert von 150.000 Euro. Zugesagte Jobs, die schon unter Dach und Fach waren. Und ja, Corona hat uns schon einen tiefen Schnitt in die Geschäftswelt angetan. Der LKW war Gott sei Dank nicht beladen. Wir wollten das auf morgen früh verlegen, weil wir den Nachbarn keine lautstarke Geräuschkulisse bieten wollten. Da ich nie politisch aktiv bin und auch nie sein werde, habe ich das noch nie erlebt. Wir haben bisher immer nur die Technik gestellt und haben im Großen und Ganzen gar nichts mit Demonstrationen am Hut. Also wir sind nicht aktiv politisch unterwegs. Ich frage mich, wie sich die Menschen fühlen würden in meiner Haut in dieser Situation, was sie in dieser Situation gemacht hätten, wie sie darüber denken. Ich verurteile diese Person nicht. Die Person oder diese Personen, die das gemacht haben sollten, sollen einfach mal sich selbst in die Lage von mir oder von meinem Chef versetzen und einfach sich mal hineinfühlen. Ich hoffe, dass es niemals denen passiert. Was mir halt wirklich Herzbluten bereitet hat, ist, dass die Black Pearl, das sieht man jetzt nicht direkt hier neben der Kamera, dass sie einfach komplett abgebrannt ist. Das war nämlich unser Herzprojekt, das war unser erfahrenes Soundsystem. Wir haben mit Megafopark immer gepunktet, mit einem Clubtruck, mit einer Diskothek in einem LKW drin, einem Anhänger drin. Ja, so viele Stunden darin verbracht, die Sachen zu restaurieren, aufzubauen, zu gestalten. Ja, wir haben echt einige Zeit liegen lassen, um quasi diese Einzigartigkeit präsentieren zu können. Der Schock sitzt eben tief, nachdem man so einen Knallen gehört hatte und mit gemeinsamer Kulisse zu Hause, also mit Freunden, da waren und plötzlich 8 Meter hohe Flammen sich gesichtet hatten. Der Baum da oben ist auch angekorkelt. Ja. Und ich habe versucht, noch mit dem Feuerlöscher das zu löschen, also die Beamten mussten mich zurückziehen. Ja, ich habe mein Bestes probiert, aber... Ja.